So, da sind wir wieder. Das ging flott, was? Alles klar, was wollten wir machen? Ach ja, wir wollten hier uns da einmischen. Mit dem können wir nicht quatschen, also sprechen wir mit dem Maulwurf. Und zwar jetzt. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Böses einfach nur nein? Ich werde jetzt gehen. Oh, okay. Das ist ja gar nicht so einfach. Nochmal. Oh, Sie sind's. Sie glauben mir immer noch nicht? Keiner glaubt mir. Wie, ich glaub dir nicht? Ich weiß doch gar nicht, worum es geht, Mann. Was denn? Was wird keiner glauben? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Tja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich kann Ihnen nicht helfen. Und was brauchen Sie? Ich will erstmal wissen, was brauchst du denn? Beziehungsweise, was gibst du mir? Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich rede mit ihm. Ja, ich werde Ihnen helfen. Ich habe das dumpfe Gefühl, wenn ich dem jetzt helfen will und wirklich die Quest machen möchte, wie auch immer, dass ich dann gleich, gute Punkte bekomme. Naja, wir machen's mal kurz. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Na und? Gutes Argument, verstehe, Bastard. Okay, wir sagen mal Bastard. Wenn er mich angelogen hat, dann... Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Okay, keine Abtrünnigpunkte, aber wenigstens auch keine guten Punkte. Ich bin begeistert. Mit dem habe ich jetzt gequatscht. Gibt's hier sonst noch was? Da sitzt noch ein Sicherheitsoffizier. Hast du Mittagspause? Was geht? Hallo, Commander. Hallo, Sicherheitsoffizier. Ich kann gerade nicht. Warum? Weil du mit Sitzen beschäftigt bist? Schon im Flux gewesen? Nein, da wollte ich noch hin. Tut mir leid, Commander. Ich warte auf einen Bericht meines Vorgesetzten. Ja, ist ja in Ordnung. Habt ihr zwei eigentlich noch was zu sagen? Der Citadel-Sicherheitsdienst scheint eher eine militärische Operation als eine Polizeimacht zu sein. Und hier mein Lieblingsfreund Kaidan. Schön, dass so viele Menschen für den Citadel-Sicherheitsdienst arbeiten. Okay, gibt's hier was? Nein. Nee, ich komme von da hinten, ne? Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Haha, ein Tracking Terminal. Danke. Noch ein Tracking Terminal. Danke. Hey, ein drittes Tracking Terminal. Danke. Warte mal hier, ein Waffenschrank. Guckt jemand? Nö. Ach so. Ja, okay. Da geht's nicht rein. Aber da hinten haben wir... Moment. Danke.
Keeper. Bzzzt. Alles klar, mehr können wir hier, glaube ich, gerade nicht erledigen in der Citadel-Sicherheit. Nö, nö, nö. Die Jungs, die wir reden nicht mit uns. Dann gehen wir mal wieder. So, lass mal ganz kurz noch auf Karte. Okay, da waren wir jetzt. Im Ausrüstungsbüro waren wir. Da geht's zu den unteren Bezirken. Da möchte ich noch nicht hin. Da ging es genau zur Andockbucht. Da liegt die, ja, das Schiff. Ich habe den Namen vergessen, wie peinlich. Und da geht's wieder zum Präsidium, also zum Präsidialdom. Gedöns. Din, di, 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 di. Die Fahrschulmusik ist der Hammer. So, gibt's irgendwelche... Und Williams, sind Sie glücklich, dass Sie bei Commander Shepard angeheuert haben? Ich bin mir nicht so sicher, Lieutenant. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte die Dinge im Griff, schwenkt das Universum hart nach Backbord. Lassen Sie das bloß niemanden wissen. Mit einer großen Knarre und einer zuversichtlichen Einstellung werden Sie es im Leben weit bringen. Euch ist schon klar, dass ich vor euch stehe, ne? Naja, egal. So, sind wir dann bald da. So, Zitadellturm, von da kommen wir, ne? Ne, wir kamen von da oben und gehen jetzt genau den unteren Weg entlang. Der will nichts von uns, alles klar. Hier das Grüppchen macht auch sein eigenes Ding. Aha. Eine Statue von einer Rasse, die wir bis jetzt auch noch nicht gesehen haben. Da sind wir mal gespannt. So. Hey, du siehst aus wie Udina in Jung. Huch, huch, huch. Sorry, sorry. Ich glaube Q, ne? Ja. War ein Versehen. So, der redet auch nicht mit uns. Und ab hier, ja, kennen wir alles. Alles klar, dann mal schnell zurück. Ich drücke mal auf Sprinten, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass das nicht viel bringt. Zumindest nicht im Kampf. Also wenn wir nicht im Kampf sind, meine ich. So, laden. So. Ja, okay. Da sehe ich doch einen Keeper. Ich will immer Creeper sagen, aber es ist ein Keeper. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. Hä? Wer spricht? 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Eigentlich seltsam, dass wir so wenig von ihnen wissen. Und es ist frustrierend. Ja, komische kleine Viecher, die Keeper. Die waren wohl schon hier, bevor die Citadel entdeckt worden ist. Weil, wir erinnern uns, die ist nicht gebaut worden von irgendeiner dieser Rassen, die hier ja rumvegetieren. Nein, die ist wohl von den Proto-Indianern hinterlassen worden. Und du kriegst jetzt auch was in den Hintern. Nämlich meine Sonde. So. Niliana. Wo sind wir denn hier? Ah, ich glaube, wir sind hier... Na? Okay, kein Schild. Aber ich habe eine dunkle Ahnung, wo wir hier sind. Wie gesagt, ist alles lange, lange her, als ich das gespielt habe. Ich quatsche jetzt erstmal mit ihr. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten.
Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Okay, ich habe da so ein Ziehen in der Wade. Kannst du da mal draufdrücken? Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent! Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Ich habe nur gesagt, das klingt interessant. Ich habe nichts davon gesagt, dass ich Ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte, aber egal. Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Ist sie mystisch? Naja, okay. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Persönlich eine Konsortin, zurück, und auf Wiedersehen. Hey, ich wollte mich noch über die 2 bis 3 Jahre beschweren. Naja, egal. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Oh. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Ha, das wäre ja... Na, ich komme später mal vorbei. Ich spreche mit ihr, wenn ich Zeit habe. Warten Sie nicht zu lange. Sie sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Sie erwartet Sie oben, wenn Sie zu ihr möchten. Naja gut, also wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das jetzt auch. Die Konsortin erwartet Sie. Jo. Okay, aber... Achso. Dann gehen wir mal da rein. Hallo? Nix. Hallo? Kunde. Hallo Kunde. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Wie lange wartest du? Auch schon 2 bis 3 Jahre? Schon gut Sitzfleisch angesessen? Naja, egal. Ja, der scheint zu haben, was er will. Och, hier ist noch so ein Maulwurf. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Ja, ich finde das auch ganz toll hier. Begleiterin. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Ja, und? Okay. Dann gehen wir zur Konsortin. Bum. Da ist sie wohl, oder? Shaira. Hallo, Shaira. Komm, hips don't lie. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Ich mag es nicht, wenn man mir nachspioniert. Verzeihen Sie, Commander. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, zu wissen, wann wichtige Leute auf der Station eintreffen. Viele von ihnen werden zu Klienten. Aber deswegen habe ich Sie nicht hergebeten.
Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Zur Sache bitte. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Finger weg. So, ich will erstmal wissen, was abgeht. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Das kann doch nicht die böse Option sein, kein Interesse. Okay, verstehe, kein Interesse. Dann machen wir halt, verstehe. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Was schmust sie denn jetzt hier mit mir rum? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, bei den bösen Optionen müsste dann wenigstens stehen, alles klar, gib mir Kohle, dann mache ich das. Aber, naja. Okay, habt ihr was zu sagen? Ganz schön riesig. Wer? Mein Ego? Ich weiß. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Hab ich beides schon mal gehört, ihr Lieben. Lasst uns gehen. So, wo ging's runter? Da ging's runter. Ich schmeiß jetzt nochmal den Pseudo-Speed an. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Ja, das legt sich. Viele unserer Klienten wissen nicht, was sie beim ersten Mal erwartet. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe nur Gutes über die Konsortin gehört. Aber... Hallo, ich bin raus. Ich will den nicht mehr hören. Gut. Alles klar. Lass mal ganz kurz gucken hier. Also wir sind, damit ich... was soll das? M. Avina. Avina ist die VI, nicht KI. Ich muss gerade wieder auseinanderhalten. Ey, hallo? So. Oh, Mann. So, Volus und LKW-Büro. Das sind, genau, das sind die Botschafter-Lounges. Ich bin jetzt da über die Brücke rüber, also gehen wir da lang. Da lang. So, da komme ich auf die Brücke, ne? Ja, von da kam ich. Der sagt nix. Sie sagt nix. Die sagen nix. Ladebildschirm. Mit der muss ich jetzt nicht quatschen. Ich glaube, die erzählt mir... Ja, wir machen es mal. Aber ich glaube, die erzählt mir den gleichen Scheiß wie die andere Alte. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Ja, da kannst du mal sehen, haben wir ja doch noch was gelernt. Die Kroganer. Alles klar. Erzähl mir mal was über die kroganische Rebellion. Oder erstmal über die Rachni-Kriege, wo die Kroganer so gut gekämpft haben. Was waren die Rachni-Kriege? Vor circa 2200 Jahren wollten Weltraumfahrer den Zitadellsektor erweitern und öffneten die Massenportale zum Sternensystem der Rachni. Die Rachni waren ein hochintelligentes und aggressives Insektoidenvolk. Sie begannen einen Krieg zur Eroberung der gesamten Galaxie, der fast 300 Jahre dauerte. Mit dem Eingreifen der Kroganer wendete sich das Kriegsglück zugunsten der Zitadellvölker. Die Kroganer verfügten über ausreichend Truppen, um den Vorstoß der Rachni aufzuhalten und sie zurückzuschlagen. Die Kroganer verfolgten schließlich die fliehenden Flotten. Die Kroganer konnten auch in der lebensfeindlichen Umgebung der Rachni-Welten überleben und löschten die Feinde vollständig aus. Na, da habt ihr ja mal Glück gehabt, dass ihr die Kroganer hattet. Finde ich nicht als extreme Maßnahme. Ich untersuche weiter.
Ja, und wer ist diese Statue? Wen stellt das dar? Warum war es dem Rat so wichtig, die Statue zu erhalten? Die Kroganer haben entscheidend dazu beigetragen, die Galaxie vor den Rachni zu verteidigen. Der Rat ist der Meinung, dass diese geschichtliche Tatsache nicht vergessen werden darf. Zudem hatte der Rat gehofft, dass durch den Erhalt der Statue die diplomatischen Beziehungen zu den Kroganern verbessert würden und die Rebellion friedlich beigelegt werden könnte. Leider waren die Kroganer zu keinen Verhandlungen bereit. Erst nach der Vernichtung ihrer Heimatwelten und großer Teile der Bevölkerung durch die Turianer gaben sie auf. Ist ja interessant. Okay, ihr habt eine Rasse, die euch hilft gegen irgendeine überfeindliche Macht, übermächtigen Feind, meine ich. Ja, und als sie die zurückgeschlagen haben, löscht ihr den Heimatplaneten aus? Spitzenidee. Dann haben sie wohl bekommen, wonach sie gefragt haben. Tut mir leid, für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Ja, ich bin denn ja nur eine KI. So, Rachnikrieger hatten wir Gedenkstatue. Was waren das denn überhaupt für Rebellionen? Erzählen Sie mir mehr über die kroganischen Rebellionen. Aus Anerkennung um ihre Verdienste in den Rachnikriegen wurden den Kroganern vom Rat einige neue Kolonien übergeben. Im Laufe der folgenden 400 Jahre expandierte das Volk der Kroganer. Dank ihrer extrem hohen Geburtsrate nahm ihre Bevölkerung außerordentlich stark zu. Aufgrund dieser kritischen Überbevölkerung begannen die Kroganer mit der feindlichen Kolonialisierung von benachbarten Welten der Ratsvölker. Das war der Anfang der kroganischen Rebellionen. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis der Rat und seine Mitglieder die Kroganer wieder unter Kontrolle bringen konnten. Erst durch das Eingreifen des neu entdeckten Turianischen Reiches konnte der Sieg gesichert werden. Aha. Also schön Deckel drauf und gut ist. Hatten wir. Teufelskreis, ich weiß nicht. Passt schon. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke, dass Sie sich für Windows 7 entschieden haben. Ja. Wo sind wir denn hier? Emporium Laden. Ah, irgendwo bei irgendwelchen Händlern. Hey, Qualle. Alles fit? Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Boah, quatscht ihr alle so beschissen? Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Waren Ihre Sprachgewohnheit. Warum redest du eigentlich so scheiße? Warum bezeichnen Sie sich selbst als diese? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Ja. Okay, was denn für Waren? Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren hier an. Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern, sofern der Preis gezahlt werden kann. Ja, dann lass mal sehen. Dann möchte ich Ihre hochgelobten und edlen Waren einmal sehen. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Okay, nichtmenschliche Panzerung anzeigen, Upgrades anzeigen. Wir haben keine Nichtmenschen. Jo. Zeig mal Upgrades. Nur mal so aus Spaß. Okay, Waffen-Upgrades und Granaten-Upgrade. Nee, brauchen wir noch nicht. Jo. Tolles Angebot. Was haben wir hier sonst noch? Da geht's rein. Da gehen wir mal rein.
oder hoch, von mir aus. Erstmal links gucken. Hallo, Keeper. Bzzzt. Dann rechts gucken. Hier gibt es jetzt nichts Tolles. Okay. Aber immerhin wieder ein Keeper entdeckt. Halt! Da geht's runter. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwelche Händler? Nö. Jetzt mal gucken, wo geht's denn da hin? Zu den Bezirken und zur C-Sicherheitsakademie. Da waren wir schon, also ab zu dem. Ah, Barlavon, mit dir soll ich doch reden, weil du hast Informationen für mich. Ja, komm, wenn wir hier sind, machen wir das auch gleich. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Sie waren doch in Toffa, nicht wahr? Sie haben den finalen Angriff gegen die Feindesbasis angeführt, wenn ich mich nicht irre. Alter, spionierst du mir nach? Ich kann es nicht leiden, wenn Fremde so viel über mich wissen. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ich brauche diese Informationen. Jetzt! Es ist zwecklos, mir zu drohen, Commander. Diese Auskünfte sind ein kleines Vermögen wert. Aber dies ist eine ungewöhnliche Situation. Deswegen bekommen Sie sie kostenlos. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Saren hat ihn also verraten. Das sieht ihm ja so gar nicht ähnlich. Ganz gleich, wie Ihre Meinung von Saren ist, er ist alles andere als dumm. Er schätzt den Shadow Broker als wertvollen Verbündeten. Es scheint keinen Sinn zu ergeben, ihn zu betrügen. Der Preis für diese Tat muss sehr hoch sein. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Das war ja nicht gerade berauschend viel. Ich habe Ihnen gerade offenbart, dass der berühmteste Spectre der ganzen Galaxie den Shadow Broker verraten hat. Eine wertvolle Auskunft, nicht nur gemessen am Preis. Sie sollten mit dem Kroganer sprechen, wenn Sie mehr erfahren möchten. Ich hörte, dass er den Zitadell-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vielleicht noch, bevor er die Akademie verlässt. Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Zitadell-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellare Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient, das ist mein Motto. Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Aber meine Währung lautet Wissen. Ich handle mit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen.
Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadowbroker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Wie sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten? Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert. Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Wie ist das Leben hier auf Citadel? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder, aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Citadel-Sektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Haben wir alles schon, mach mal. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Citadel-Sektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Citadel in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander. Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Alles klar, ich glaube, ich habe genug gehört und ich muss auch mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Jo, die halbe Stunde ist voll. Also, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Auf Wiedersehen. Okay, also für mich kurzes, kurzer Aufnahmestopp. Ich bin gleich wieder bei euch und, ich will speichern. Hehehe. So, supi. Wie gesagt, kurzer Aufnahmestopp. Ich muss mal wieder Daten von einer Festplatte auf die andere schaufeln, damit mir die eine nicht vollläuft. Und dann muss ich auch mal auf den Pott, damit mir was anderes nicht vollläuft. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi.